This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. You are tuned to the German service of Radio RSA, the voice of South Africa in Johannesburg. Hier ist der deutsche Dienst von Radio RSA, die Stimme Südafrikas in Johannesburg. Manfred Müller, zunächst einmal, was brachte Sie auf die Idee einer solchen gewaltigen Tour, einer solch gewaltigen Reise, und wussten Sie damals schon, dass es 20 Jahre dauern sollte? Zwei, drei Fragen auf einmal, Heidi. Und zwar, vor 20 Jahren bin ich losgefahren, 64, war irgendwie inspiriert von einigen Abenteuerbüchern und so weiter, wie auch jeder in jugendlichen Jahren. Und habe auch nie geglaubt, dass es so lange dauern wird. Was haben Sie denn nun tatsächlich gedacht? Wie lange werden Sie unterwegs sein? Ein paar Monate oder wie? Ich habe gedacht, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, dann komme ich wieder zurück. Ja. Aber dann die Reise, die am 30. März 64 losging mit meinem Freund Ernst Lührs von Helgoland. Wir sind dann gefahren durch den Nahen Osten, dann Pakistan, Indien, den Fernen Osten, Australien, Neuseeland und Neuguinea, dann 3,5 Jahre im Fernen Osten, dann gewaltige Zeit auch in Nordamerika, Kanada, Alaska, Mittelamerika, Südamerika und jetzt nach dieser langen Zeit auf der Heimreise von hier Südafrika Richtung Kenia durch die Mitte nach Westen, also durch Zaire, Zentralafrikanische Republik, Kamerun, dann Nigeria, Niger, Algerien, Marokko zurück nach Europa, zurück nach Bremerhaven. Aber warum ausgerechnet nach Bremerhaven? In 20 Jahren haben Sie sicherlich genügend kennengelernt und Plätze gefunden, an denen Sie sich vielleicht lieber aufhielten. Die Entscheidung werde ich machen, wenn ich zurück bin in meinem Heimatort, denn ich bin dort aufgewachsen, habe 24 Jahre meines Lebens dort gelebt und bin es irgendwie auch meiner Heimat schuldig, mich mal dort noch einmal umzuschauen. Und dann kann ich wohlweislich einen Vergleich ziehen, wo ich dann mich irgendwie niederlassen werde. Und das wird dann schon ein Ort sein, und wo es mir gefallen wird. Denn ich glaube, es ist nicht immer das Land, der Ort, es ist immer jemand selber, wo man sich, wie man sich bettet und so weiter. Ja. Sagen Sie mal, gerade sah ich ein paar Fotos hier in Ihrem gewaltigen Album, und das lässt darauf schließen, dass Sie früher einmal eine Musikkarriere begonnen haben. Das heißt, nicht nur begonnen, sondern tatsächlich mittendrin steckten mit den Nordwinds. Hat Sie das später über Wasser gehalten, als Sie loszogen? 1961, 62 war ich mit einer Gruppe, deutsch-amerikanischer Gruppe in Deutschland, und zwar haben wir Musik gemacht in Hamburg, haben auch einige Schallplatten gemacht. Und seinerzeit noch mit der Begleitung eines jetzt noch mehr bekannten Musikers, James Last, der seinerzeit nach Hans Last hieß. Wir nennen den auch Hansi. Hansi, und er seinerzeit noch Bassist in dem Orchester seines Bruders Werner Last. Und auch schon seinerzeit sehr erfolgreich mit Tournees mit Vico Toriani, Tour de Hair und Rudi Bohn mit Alfred Hause. Also auf einigen Hafenkonzerten habe ich auch Musik gemacht. Und die Musik war es auch, die mich durch viele Länder begleitet hat. Und zwar auch finanziell mich über Wasser gehalten hat und auch so weit gebracht hat, dass ich mir auch einige Sachen anschaffen konnte und auch einen Lebensstil leben konnte, der wohl über
den eines normalen Abenteurers lag, in vielen Malen. Ich habe so irgendwo auch längere Zeit gewohnt und dort Musik gemacht, wie gerade letztlich 2,5 Jahre in Los Angeles, in Kalifornien. Als Sie loszogen damals, vor 20 Jahren, wie war das? Haben Sie sich da genauestens vorbereitet auf Ihre bestimmten Reiseziele? Oder haben Sie das einfach nur so gesagt, mal sehen, was die Zukunft bringt und ich werde mich treiben lassen? Grundsätzlich, wie schon gesagt, mein Freund und ich haben uns vorbereitet auf die Schwierigkeiten, also auf was das Auto anging und was auch die geografischen Situationen anging. Aber wir mussten gar bald feststellen, dass sämtliche Vorbereitungen doch irgendwie der Realität fremd waren. Denn wir waren voll und ganz überladen und auch überplant. So nach dem Motto mit Kompass und so weiter. Wir mussten aber feststellen, dass es auch in anderen Ländern Straßen gibt und sehr viele liebe Menschen, die uns immer weiter geholfen haben, wo ein Kompass und auch eine Landkarte nicht uns weiter hätte helfen können. Ja. Sagen Sie mal, der Wagen, mit dem Sie unterwegs sind, normalerweise fahren Leute vielleicht mit einem Vierradantrieb, nicht? Aber bei Ihnen ist es nun die Ente. Wie hat die das eigentlich durchgestanden? Die Ente hat sich sehr gut gehalten. 63er 2CV, hat natürlich einige Facelifts mitgemacht und auch schon einige Unfälle mitgemacht. Aber grundsätzlich hat das Auto immer das gehalten, was man von einem Auto erwarten möchte, und zwar an einem Punkt A loszufahren, an einem Punkt B wieder anzukommen. Somit auch das Auto im Augenblick sieht nicht aus, als ob es 21 Jahre ist, denn es kommt immer darauf an, wie man seine Sachen behandelt und auch irgendwie schon vorausdenkt, dass etwaige Schwierigkeiten entstehen können und die Sachen irgendwie schon voraus versucht zu heilen. Denn ich will auch noch damit sagen, dass es nicht unbedingt vom Vorteil ist, zu viele Ersatzteile mitzunehmen, denn daraufhin wird das Auto schwerer beladen und eine gewisse Begeisterung und einen gewissen Schutz muss man schon haben, um auf so eine Reise zu gehen. Wie viele Kilometer hat die Ente nun drauf? Ungefähr 270.000 Kilometer. Mein lieber Mann, ich stelle mir das eigentlich sehr schwer vor. Sie kommen in einem neuen Land an, da mag es Ihnen gefallen. Sie beschließen dann auch, gut, ich werde hier 1-2 Jahre bleiben. Dann müssen Sie sich wieder losreißen. Das heißt müssen, aber Sie fühlen sich irgendwie getrieben dazu. Zunächst einmal, wo war der Punkt erreicht, da Sie sagten, gut, ich möchte also jetzt die ganze Welt hinter mich bringen? Wussten Sie auch, dass es 20 Jahre sein wird? Ich habe nie gewusst, wie lange diese Reise dauern wird. Aber irgendwie lag diese Reise oder dieser Traum mir im Blut, die Sache eines Tages zu beenden. Und ich habe nie irgendwie jemals den Gedanken gehabt, jetzt die Sache, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Ja, immer habe ich mir die Tür aufgelassen, das noch zu vollenden. Und ich habe 1978 geheiratet, meine Frau Carol. Und ich habe einen kleinen Jungen, der ist gerade 3 geworden, Daniel. Die sind im Augenblick zurzeit in Santa Monica in Kalifornien und werden mich erwarten, wenn ich wieder nach Deutschland komme. Denn auch das, man sollte sagen, ja, wenn du erstmal verheiratet bist, dann kannst du das nicht mehr machen. Das, dem stimme ich zu. Aber Carol und vielleicht auch Daniel weiß, dass der Papa noch dies fertig machen muss, um richtig dann das zu machen, was ein Familienleben ausmacht, eine gewisse seelische Ruhe auch. Sie sind bestimmt an gewisse Stellen gekommen, wo Sie sagten, gut, hier möchte ich eigentlich jetzt bleiben. Gut, machen wir doch Schluss damit, hier bleibe ich tatsächlich und richte mir mein Leben ein. Ich habe immer an einigen Orten mich länger aufgehalten. Erst einmal, weil es mir gefiel, zweitens, weil es eine Notwendigkeit war, um wieder Geld zu verdienen, um auch das Auto wieder auf Vordermann zu bringen und wie gerade in der letzten Zeit auch für meine Familie anzuschaffen. Aber wie schon gesagt, ich habe immer den Traum weiter geträumt, doch eines Tages mal das zu beenden. Und das ist jetzt der Beginn des letzten Teiles dieser Reise, dieses Traumes, der Ende März, Anfang April, nach genau 20 Jahren, ein Ende finden soll, aber ein gutes Ende finden soll. Ja,
Wo wir nun gerade schon mal vom Geld sprachen, gab es da eigentlich anfänglich Firmen, Leute, die Sie gesponsert haben? Grundsätzlich bin ich losgefahren mit 160 Mark. Es gab mal eine Reifenfirma, die uns im Fernen Osten mit Reifen unterstützte und auch kontaktmäßig unterstützte. Ich möchte sagen, dass ich im Augenblick einen sehr guten Kontakt habe mit Adidas, Herzogenaurach, und möchte auch daraufhin sagen, dass ich sehr mich bedanke für das Vertrauen auch, denn es ist nicht einfach für eine Firma, irgendjemanden zu unterstützen. Es werden viele Firmen tagtäglich angeschrieben von Leuten, die etwas vorhaben. Machen Sie sich nicht ein bisschen Sorgen, wenn Sie mal irgendwo wieder ganz stationär leben, ohne hin und her zu gondeln, wie Sie es bisher getan haben? Eigentlich, Heidi, ist da eine Art des Ansiedelns bzw. Settling Down eine Frage der Einstellung des Menschen, sage ich mir. Es kommt nicht immer darauf an, wo man seine Hauszahlung zu machen hat oder wo man irgendwie jetzt längere Zeit bleibt. Ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr gemütlicher Mensch. Das heißt, ich passe mich an. Ich könnte gut und gerne jetzt, wenn ich die Reise beendet hätte, irgendwo hier wohnen. Es kommt darauf an, wie natürlich die Voraussetzungen sind, dass meine Familie auch dementsprechend sich wohlfühlen wird. Aber grundsätzlich glaube ich, habe ich die Ruhe, mich irgendwo ganz ruhig anzusiedeln, wie man in Norddeutschland sagt. Somit sehe ich keine Sorge, dass man sagt, ach, der ist doch immer rumgereist, der wird sich nie irgendwo niederlassen. Also mit anderen Worten, Sie hatten vielleicht das Blut des Vagabunden in sich, aber das hat sich nun geändert nach 20 Jahren und nun sind Sie also wirklich bereit, sich irgendwo endgültig niederzulassen. Sie haben also Ihre Sehnsucht gestillt, ja? Auch werde ich nie wieder in eine Situation, wo man eine Langeweile feststellen kann. Denn ich glaube, ich brauche nur meine Augen zu schließen, an irgendein Land zu denken. Und viele angenehme Erlebnisse ziehen dann vor meinen Augen vorbei. Somit, Langeweile ist eine Vokabel, die, glaube ich, aus meinem Wörterbuch zu streichen ist, also wirklich nicht mehr zu finden sein wird. Und da gibt es auch keine Albträume, wenn Sie die Augen schließen? Albträume eigentlich sehr interessant, wenn ich diese Reise nicht machen würde, den Ende dieser Reise. Dann würde ich höchstwahrscheinlich von Albträumen geplagt werden. Zum Abschluss, wahrscheinlich ist das eine ganz schwierige, kitzlige Frage, aber versuchen wir es doch mal. Der Höhepunkt, das Schönste, was Sie erlebt haben in diesen 20 Jahren in der Welt? Die Geburt meines Sohnes. Und zwar, ich war dabei, Natural Childbirth, und das war doch der Höhepunkt bislang. Ein neues Leben im Arm zu tragen und auch heranwachsen zu sehen. Das Nomadenblut haben Sie verloren. Vielen Dank.